Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Wetterbericht für den Tierpark Goldau. Es sind wilde Zeiten mit dem Sturm. Es war die höchste Windgeschwindigkeit, die man in der Schweiz überhaupt gemessen hat, mit diesen 226 km pro Stunde oben auf dem Turm. Das hat damit zu tun, dass es so eine Art, wie sagt man, ein Rotor gibt hinter der Rigi, ein Wirbel. Und der Wirbel ist relativ eng begrenzt. Dort, wo der Turm ist, ist ja immer ein Grund, warum dort keine Häuser sind. Und der Turm ist auch so gut gebaut, dass er steht. Das hat man extra geschaut, weil er eben an dem exponierten Ort ist. Und oben auf dem Turm oben haben wir unseren Windmesser. Sie können übrigens immer die Messwerte anschauen auf kachelmannwetter.com. Und dort hat man eben die 226 km pro Stunde gemessen. Es ist zum Glück nichts passiert, aber eben nichts ist auch wieder nur so gesagt, was Menschen betrifft. Ein Kranich, ein 15-jähriges Männli, hat es bereicht, insofern, dass er jetzt leider nicht mehr am Leben ist. Und es hat natürlich auch mehrere Bäume umgetan oder ein bisschen auch angeknickt. Das ist das, was man jetzt noch im Moment ist am Schauen, bevor dann der Park hoffentlich am Freitag, Samstag, Sonntag wieder offen ist. Und auch vom Wetter her wird es nach bis nach immer besser. Freitag schifft noch eben bis am Mittag, ist eine warme Abgelegenheit, Schneefallgrenze weit oben. Sie merken es auch, Freitag Nachmittag dann immer mehr Aufhellungen und das bleibt dann auch am Samstag, Sonntag so. Wolkenaufhellungen und Temperaturen am Nachmittag 10 Grad. Und ich glaube, es freuen sich alle Tiere, wenn sie vorbeikommen und dann aus dem Futterautomat dort etwas geben, weil nach dem, was sie erlebt haben, sind sie sicher froh, wenn wieder alles ist, wie sie es gewöhnt sind. Es kommen die Leute und schauen und machen und streicheln und geben da die kleinen Futtersachen aus dem Automat, beziehungsweise wo man dort kaufen kann. Also von dem her, gehen Sie in den Tierpark Goldau schauen, gehen Sie schauen, was sich geändert hat, welche Bäume jetzt nicht mehr da sind. Und der Tierpark schaut, wie gesagt, im Moment dazu, dass auf alle Fälle alles sicher wird sein, wie es schon immer war. Bis dann, schönes Wochenende, auf Wiedersehen.